Bühne frei, live dabei. Das Online-Kulturfestival der Bergedorfer Zeitung.
Dichter und Texter Dominic Windram, der in Edinburgh lebt. Ich habe es komponiert und es trägt den Namen Emmanuel, eines Heiligen. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zum Livestream-Konzert. Live. Aber Christian, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, also Martina. Das Publikum ist dort vorne. Das ist genau, ganz stimmt. Neu für uns. Ganz neu für uns beide. Genau. Dort vorne. Ich darf ganz herzlich euch begrüßen, dass ihr heute mit uns seid. Und ich bin der Christian Schellert, ich bin der Pianist und daneben an eine gute Freundin und auch meine Sängerin Martina Vogel aus dem Kieler Raum. Ich bin aus Hamburg. Ja, hallo. Genau. Christian, auch ich möchte dich begrüßen. Und ich möchte... Danke, Martina. Hallo. Hallo. wunderschön gespielt. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Hier live vor uns zwei im Publikum, die winken. Ja, hallo. Ich weiß, die winken. Es ist virtuelles und Leben, ich weiß, aber auch. Im Moment sind die Zuschauer da. Genau, und ich möchte zum Anfang mich nochmal das nochmal erklären. Wir sind etwas in Verzug mit der Zeit. Vielen Dank, dass ihr alle gewartet habt und die Geduld hattet. Bis wir hier so weit waren, da gab es Probleme mit dem Server. Ich kenne mich nicht aus mit Servern, aber es ist auf jeden Fall jetzt geklärt. Und unser Techniker Carsten nickt und gestikuliert alles, damit alles wunderbar ist und letztendlich optimal vom Sound her für euch, dass ihr euch zu Hause hinsetzen könnt, ja, ins Sofa oder... ja, wo auch immer, und ihr euch das genießen könnt. Vielleicht mit einem Glas Wein oder mit einem alkoholfreien Bier, wie auch immer. Schön, dass ihr da seid und wir wollen eine schöne Zeit zusammen haben hier. Wir hoffen und wir denken, wir haben ein wunderbares Programm zusammengestellt. Wir sind heute in der Bergedorfer Mühle. Also Ganze ist ein... Gestern hatten wir halt sogar eine Führung, Martina und ich, und haben uns das ganze Schmuckstück mal angeschaut. Ja, genau. Also das ist die Bergedorfer Lohmühle. Und Andreas hatte uns gestern spontan uns diese gezeigt hier. Und das ist wirklich ein Traum. Also wir können nur sagen, wer mal in Bergedorf ist, muss hierher und sich diese Mühle angucken, sehr die noch voll funktionsfähig ist. So, jetzt machen wir weiter mit Musik. Und so als wenn wir praktisch alle hier vor Ort wären, möchte ich euch einladen, zu Hause mitzumachen. Also mit zu klatschen, mit zu stampfen, zu tanzen oder lieber nicht schlafen oder höchstens vielleicht wie mein Hund hier. Yoshi ist auch dabei und mein Chihuahua, der ist sehr entspannt, der ist jetzt so im Halbkoma, aber weil er das eben gut kennt und weil er ja sehr entspannt ist. Wir machen jetzt weiter mit einem Jazz-Standard, und zwar das ist der Song My Funny Valentine. Das kennen vielleicht die einen oder die anderen. Und ja, ein Liebeslied. Viel Freude. Thank you.
Dankeschön. Wir hören den Applaus von Weitem. Ja. Yeah. Dankeschön. Ja, wir hoffen, es geht euch gut. Ihr habt euch jetzt gesettelt und ihr seid angekommen. Das war My Funny Valentine. Wir haben für heute Abend haben wir uns gedacht, damit, dass wir in dem Programm so kleine Wechsel vornehmen. Das heißt instrumental. Das heißt, wir werden also jetzt nach dem Stück, was wir zusammengespielt haben, wieder ein Instrumentalstück, Klavierstück von Christian hören. Herr Christian Schellert, was haben Sie uns denn heute mitgebracht? Ja, das nächste Stück ist ein Cover. Ein Cover. Genau, das gibt es auch eine schöne Version von den Righteous Brothers. Das haben viele gesungen, das kennt man auch vom Hören, das Lied. Und es heißt You Will Never Walk Alone, was auch wichtig ist, dass wir in dieser Corona-Zeit keiner von uns alleine ist und alleine den Weg geht, sondern dass wir so schön, wie man so sagt, universal zusammenhalten. Wunderbar. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Bitte. Thank you.
Danke. Dankeschön, Christian. You never walk alone. Es ist, finde ich, ein ganz toller Text, dass wir nicht alleine sind. Auch wenn wir jetzt hier sind und ihr seid dort, ist egal. Trotzdem sind wir alle miteinander verbunden, ob ihr es glaubt oder nicht. Eigentlich auf der ganzen Welt. Wenn man aneinander denkt, kennt ihr das, wenn man, man denkt an jemanden und plötzlich ruft er an? Das ist, ja, Carsten lächelt und nickt, ja. Unser Techniker. Alle lächeln, genau. Genau. Wir haben jetzt, das nächste Stück ist ein One-Note-Samba. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Entschuldigung. One-Note-Samba, das ich heißt, übrigens auch. Eine Ein-Note. Also Martina, you will never walk alone, ich bin auch aufgeregt. Okay, habt ihr gehört? Dann sind wir alle im gleichen Boot. One-Note-Samba heißt eine Ein-Noten-Samba. Das heißt, das Stück besteht eigentlich nur aus einer Note. Und es geht eigentlich inhaltlich darum, red doch nicht so viel um den Brei herum, Punkt, komm auf den Punkt. Also nach dem Motto, nicht viel reden, sondern sag, was dran ist, was Sache ist. Und das kennen, glaube ich, alle, das kennen wir alle, in unterschiedlichen Lebenssituationen. Und hier ist es speziell mal wieder auf die Liebe bezogen. Genau, dass man auch da sich nicht scheuen soll, sondern gut tut, sich der Situation zu stellen und es beim Namen zu nennen. Ja, One Note Samba, das ist ein ganz toller Anfang. Und zwar Kuckuck, 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 ist eine Samba. Könnt ihr wunderbar mitmachen zu Hause. So fängt das Stück an. Ihr könnt mich gerne unterstützen, auch hier im Raum. Ja, die beiden jungen Herren dort drüben, ja, lächeln und sagen, ja, oh ja, das machen wir doch. Sie sind ganz begeistert. Das Geräusch einer Agogo, ne? Genau, es sind unterschiedliche Instrumente. Also macht jetzt mit. Es gibt kein falsch und kein richtig. Einfach tun. Und am besten gleich ein bisschen tanzen, dann kommt das noch besser. Yes. Okay, One Note Samba. Viel Spaß. Viel Spaß. Genau. Alle. Christian Schellert aus Hamburg.
I know it at the end I've come to nothing, or really nothing. So I come back to this one note, as I must come back to you. I would pour into this one all the love I feel for you. Anyone who wants a whole show, Tina Vogel am Gesang. Christian Schellert am Piano. Heute für euch. Genau. Aus der Lohmühler Bergedorfer Mühle. Mühle. Ist das richtig gesagt? Genau. Ja, okay, ich will nichts Falsches sagen. Und wir sind Jazz, Latin and More. Okay, Jazz, genau. Latin and More. Das klingt auch schon Jazz, Latin and More. And more. Jazz, Latin and More. Okay, genau. Gut. Dieses Kuckuck. Ist cool, ne? Ich liebe das. Also improvisieren. Wie ein Kind. Hm? Yes. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt eine Eigenkomposition von mir, ein reines Klavierstück. Es trägt den Namen Le Quartier des Artistes. Oh. Es ist ein französischer Titel. Und es ist der Stadt Paris gewidmet, wo ich dreimal in meinem Leben war. Lieber Christian, unser Publikum sitzt dort hinten, aber auch da vorne, wo der liebe Carsten. Alle werden fixiert. Da darfst du gerne hinsprechen. Alle werden fixiert. Dann dürfen die gerne deine wunderschönen Augen schauen. Genau. Und viel Spaß mit Le Quartier des Artistes, eine Hommage an Paris, wo ich dreimal bis jetzt in meinem Leben war. Thank you.
Danke. Le quartier des artistes. Genau. Das zergeht wie Butter auf der Zunge. Le quartier des artistes. Du musst schön binden im Französischen. Ah, okay. Ich bin nicht französisch, aber ich kann es lernen. Du kannst das lernen. Ich finde das wunderschön. Und ihr könnt das auch lernen. Genau. Ihr alle könnt das lernen. Ja, wir denken, ich glaube, es hat euch auch ganz toll gefallen. Also immer, wenn Christian das jetzt die letzte Tage geübt hat, bin ich immer nur dahin geschmolzen. Das ist einfach wunderschön. Toll, dass du das sowas komponieren kannst. Echt. Ja. 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 Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, ich kann sowas komponieren. Ist natürlich viel Fantasie und Wissen. Ja, das ist ein Talent, ne? Ich denke mal, ja. Ich habe eben noch gedacht, dass du sagtest, du bist in Paris gewesen ab und zu, zweimal, ne? Sagtest du? Dreimal sogar. Dreimal sogar, okay. Aber wie gesagt, ich liebe die Stadt. Sie ist zwar nicht unbedingt sauber, aber sie ist wunderschön. Ja, und sie hat dich sehr inspiriert, trotz dessen, dass sie nicht ganz sauber ist, aber hat dich inspiriert. Und ich habe eben so gedacht, normalerweise in unseren Konzerten, wenn wir einen großen Wie-Publikum haben, so wie auch eigentlich jetzt, bloß dass wir euch nicht sehen, dann fragen wir dann so, ja, wo kommt ihr denn her, wo seid ihr denn? Und wir denken, wir wissen, dass ihr vielleicht aus Paris kommt, aber auch aus Hamburg, weil Christian kommt aus Hamburg. Ich bin ja gebürtige Hamburgerin, habe auch Familie in Hamburg. Und es werden auch viele aus Kiel zuhören und zusehen. Und von daher herzliche Grüße nach Kiel, an die Ostsee, an den obersten Norden und herzliche Grüße nach Hamburg. Von mir ganz herzliche Grüße einmal nach Lahmstedt zu meinen Eltern, zu Mama und Papa. Ich glaube, ihr guckt zu. Und ganz herzliche Grüße an einen guten Freund in Frankfurt, an Lukas nach Frankfurt. Und gut. Natürlich auch meine ganzen Freunde in Hamburg. Okay, jetzt komme ich mir wie in einer Fernsehsendung vor, so nach dem Motto nach. Frau Moderatorin. Darf ich noch ein paar Grüße loswerden? So komme ich mir jetzt vor. Ja, und dann ist die Liste sehr lang und länger. Und also ich kann auch viele loswerden. Also ich grüße euch alle von Herzen. Sind alle Herzensverbindung. Genau. Jetzt geht es weiter und zwar mit Kissas, Kissas, Kissas. Das ist ein Stück, das kennen vielleicht die einen oder anderen. Das heißt vielleicht, vielleicht, vielleicht oder perhaps. Perhaps, perhaps. Ein Bolero Song auf Kubanisch, bekannt durch Buena Vista Social Club. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo quizás, quizás. Respondes, quizás.
Me pregunto que cuando, como donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperado. Martina Vogel am Gesang. Ja, Christian am Piano. Quizás, quizás, ein Bolero son aus Kuba. Dankeschön. Wir konnten spüren, dass ihr auch die Hüften bewegt habt und ein bisschen getanzt. Sehr schön. Es geht weiter mit einem Pianostück von Christian. Beziehungsweise einem Cover von Creedence Clearwater Revival, Born on the Bayou. Okay, viel Spaß. Thank you.
Dankeschön, Christian. Danke, Matthias. Cool. Gut. Seid ihr noch alle da? Habt ihr euch versorgt? Einige haben hier sich nochmal Bier nachgeholt, wie ich gesehen habe. Wie bitte? Wasser? Stilles Wasser. Ach, stilles Wasser. Ach so, sah wie eine Bierflasche aus. Wie dem auch sei, auf jeden Fall versorgt euch mit Getränken oder Knabberzeug. Und genau, jetzt geht es weiter. Und zwar haben wir Georgia. Durch Ray Charles bekannt. Thank you.
to you. I said, Georgia, oh, Georgia, no peace. Just an old sweet song. Ooh. Keep Georgia on my mind. Keep Georgia. Weiter geht's mit It's Up to You, Christian. Genau, und im nächsten Lied ist auch wieder eine Eigenkomposition von mir. Ist ein Lied, philosophischer Titel It's Up to You, das heißt, es liegt an dir, wie du dein Leben gestaltest. Egal, wo du herkommst, in welche Umstände du hast. Thank you.
Danke. Dankeschön, Christian. Ein Applaus. Danke. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt. Und wir haben jetzt noch zwei Songs für euch. Und ja, wollen wir uns noch kurz vorstellen? Hatten wir schon gemacht, aber deine Homepage, also falls ihr noch mehr von uns hören wollt. Genau, auf meiner Homepage findet ihr weitere Informationen. Stift zur Hand, www.schellert.com. Also Schellert geschrieben schaellert.com. Instagram musician-piano-player- oder meine Facebook-Seite Christian Schellert Artist. Gut. Ansonsten, und ihr könnt mich auch da über Christian erreichen. Genau. Ich bin auch über Facebook zu erreichen. Jetzt bellt mein Hund. Oder alternativ Christian Schellert Facebook oder Martina Vogel Facebook. Genau. Genau. Jo. Jetzt kommt noch ein Bossa Nova. Agua de Beber. Das heißt, das Wasser zum Trinken, was wir alle brauchen. Das ist aber auch metaphorisch gemeint. Nicht nur das Wasser, sondern auch die Liebe. Auch die brauchen wir, sonst verdursten wir. So heißt es in diesem Lied. Das beginnt portugiesisch und dann auf Englisch. Lasst euch überraschen. Und danach kommt noch ein Jazzstandard, Night in Tunisia. Jo. Vai o ar, vai o ar.
bébé. Mit dem letzten Stück verabschieden wir uns von euch. Hoffen, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bald wieder.
hoffentlich dann noch live. Alles Gute für euch, bleibt gesund. Genau, bleibt gesund, bleibt munter, bleibt optimistisch in dieser verrückten Zeit und kommt gut durch diese verrückte Zeit. Tschüss. Tschüss. Tell a tale.